Willkommen zurück zu Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir hatten im letzten Part die Templer-Rüstung erhalten und haben so ziemlich alles eigentlich schon erledigt, zumindest was mir in diesem Let's Play am Herzen liegt, was ich mit euch gemeinsam machen möchte. Was wir jetzt noch tun werden, sind die restlichen Forts einzunehmen. Eins ist hier ganz in der Nähe. Also ich finde, die Templerrüstung sieht eigentlich echt schick aus. Ja, doch, gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. So, wo müssen wir denn... Ja, ich habe ja einen sehr, sehr schlechten Orientierungssinn. Hier ist das nächste. Setzen wir mal eine Markierung und da vorne können wir gleich noch einen aufsammeln. Ich weiß auch nicht, ob ich... die ganzen legendären Schiffe im Let's Play machen werde. Ich möchte eins auf jeden Fall machen. Aber ob ich alle mache, ich weiß es noch nicht. Ich habe mir aber fest vorgenommen, in dem Let's Play noch die ganzen Forts hier einzunehmen. Lass mal ganz kurz gucken. Ich glaube, so viele sind das ja gar nicht mehr. Eigentlich das meiste schon gemacht. Das sind 1, 2, 3, 4... Okay, ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Ich sag mal fünf Stück sind das noch. Ja, das meiste haben wir wirklich schon gemacht. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein, diese Forts dann noch in kurzer Zeit, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, einzunehmen. Bei meinem Talent kann das durchaus ab und zu mal länger dauern. Kommt auf die Schwierigkeit des Forts an. Das hier ist jetzt in leichten Gebiet. Also das dürfte jetzt nicht so schwer sein, dieses Fort einzunehmen. Ach ja, sie singen wieder. Sie singen wieder. Meine Piraten. Nach wie vor ist Drunken Sailor mein absolutes Lieblingsshanty. Das Lied... Das hat es mir echt angetan. Das Shanty finde ich echt klasse. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Das ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen hatte das letzte Mal. Ich sehe es gerade nicht. Ich sehe es gerade nicht. Und wir sind im Sperrgebiet. Jetzt sind wir im Sperrgebiet. So, Steuerung. Das ist das Fernrohr. Er speichert. Das ist sehr schön. Habe ich für den Mörser keine Geschosse? Eieiei, also hier, ich sehe gerade nichts. Okay, sie greifen uns auf jeden Fall an. So, Deckung ist das hier. Muss ich mich hier erstmal wieder reinfuchsen? Ich glaube, ich habe für den Mörser kein Geschoss mehr. Das hätte ich schon mal kaufen müssen. Dreh, Eddie! Ihre Schwachstelle ist umgesetzt! Feuer! Sie verwundet! Mars und Kampfsegelberg! Oh, komm schon. Auf die Türme zielen, Captain! Feuer! Ah, das war kein Treffer. Komm schon.
Ein Treffer noch. Ah, komm schon. Jawohl, das wär's gewesen. Sehr schön. Jetzt müssen wir das Ganze noch einnehmen. Und ein Thema, das ich gerne jetzt auch hier noch in Assassin's Creed 4 Black Flag ansprechen möchte, ist der nächste Assassin's Creed Teil. Der Teaser-Trailer wurde ja schon veröffentlicht und es sollen ja dieses Jahr sogar zwei Assassin's Creed Teile rauskommen. Einer für die Next-Gen-Konsolen und ein Teil für die... Na, hüpfst du wieder rein? Dankeschön. Und ein Teil für die jetzige Generation PlayStation 3 und Xbox 360. Persönlich, alleine jetzt mal von der Geschichte. Also es ist jetzt noch nicht so sonderlich viel bekannt. Zumindest habe ich mir bis auf diesen Teaser-Trailer keine weiteren Informationen geholt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt schon mehr bekannt ist oder nicht. Was mir aber sehr, sehr gefällt, weswegen ich weiß, ich meine, bei Assassin's Creed Spielen kann ich ja sowieso nicht neutral beurteilen oder eine Wertung abgeben, weil ich diese Serie einfach liebe. Natürlich, manche Fehler hat das Spiel definitiv, besser gesagt die Reihe, um die sie sich kümmern könnten, muss man ganz klar sagen, aber trotzdem, ich kann diesem Spiel nichts Schlechtes abgewöhnen. Ich bin ein... God damn it. Multitasking. Ich... Wow! Holy. Ich finde wirklich all diese Spiele toll und was mir... Ich weiß, dass ich das nächste genauso lieben werde. Alleine deswegen, weil es in der... Jetzt, Mann, lass mich doch mal hier. In Frankreich spielen wird. Und diese Epoche liebe ich. Also ich habe mich... Man wusste, dass Ubisoft irgendwann ein Assassin's Creed entwickeln wird, das in Frankreich spielen wird. Da gab es schon so viele Gerüchte vorher schon bei bevor Assassin's Creed 3 rausgekommen ist. Und ich freue mich da sehr, sehr drauf. Ich mag diese Epoche sehr. Deswegen freue ich mich unglaublich sehr, alleine schon deswegen, in welchem Land, in welcher Epoche das nächste Assassin's Creed spielen wird, alleine deswegen liebe ich es jetzt schon. Und ich glaube nicht, dass die das Spiel so sehr verkorksen werden. Ich fand ja bis jetzt jedes Assassin's Creed gut, deswegen wird mir sicherlich auch dieses gefallen. Aber was meine Frage auch ist, was ihr darüber denkt, wie findet ihr es, dass jetzt das nächste Assassin's Creed in Frankreich spielen wird? Was haltet ihr davon? Findet ihr es gut oder sagt ihr, nee, das ist jetzt nicht so meins, mag ich jetzt nicht wirklich, ist jetzt nicht so meine Epoche, meine Zeit, finde ich doof? Oder sagt ihr, ja, finde ich geil, mag ich? Bei Assassin's Creed 4 beispielsweise ist es ja so, da haben manche auch gesagt, ach nee, ich find's jetzt nicht so toll, es sind halt Piraten, ist jetzt nicht so meine Zeit, weil manche eben jetzt mit dem Segeln nicht so viel anfangen können, finden, es passt jetzt nicht wirklich zu Assassin's Creed.
oder allgemein jetzt Piraten einfach nicht so viel abgewinnen können, dass das Spiel deswegen nicht so toll fanden. Deswegen meine Frage, was haltet ihr vom neuen Assassin's Creed? Oder wie findet ihr es bis jetzt? Wie findet ihr es, dass es in Frankreich spielen wird? Was haltet ihr davon? Was ich mir auch wünschen würde beim nächsten Assassin's Creed. Ich fand jetzt die Geschichte außerhalb Assassin's Creed 4 Black Flag, also mit außerhalb des Animus, fand ich jetzt mehr so mau, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch sehr, sehr unpersönlich. Ich meine, ja gut, du hast einen Angestellten gespielt, also du hast in dem Fall sozusagen dich selber gespielt, aber es war einfach so, ja, wenn ich jetzt mal Desmond nehme als Vergleich. Desmond ist ein Charakter, der mir unglaublich gut gefällt. Den ich sehr, sehr mag, mit dem man sich auch gut identifizieren kann, der eine eigene tolle Geschichte hatte, mit dem du selber so viel machen konntest. Genau, du konntest ja außerhalb des Animus mit Desmond auch Freerunning machen und das Klettern, und er hat selber Missionen abgeschlossen gegen Abstergo, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt in Assassin's Creed 4 Black Flag, natürlich hattest du auch so eine kleine Story, aber so wirklich, was hat es jetzt den Grund, damit du alles hackst? Was steckt genau dahinter? Wieso ist auf einmal die Göttin da aufgetaucht? Was wollte dieser andere Kerl von dir, der genauso ausgesehen hat wie der Weise? Ich fand's jetzt nicht so schlimm, aber ich hab da nicht so wirklich den Zusammenhang geblickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das ging vielen anderen auch so. Also, ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn die das weggelassen hätten. Und du nur in, wenn sie eben eine Anfangsszene gebracht hätten mit Abstergo Entertainment und das erklärt hätten, und du dann von Anfang an bis zum Schluss nur in diesem... Oh, jetzt geht der Mörser. Okay. Und du von Anfang an im Animus drin geblieben bist und eben nur die Geschichte jetzt von Edward verfolgt hättest. Hätte ich jetzt auch nicht schlimm gefunden, weil ich jetzt diese Abstergo-Geschichte einfach so unglaublich unpersönlich fand. Also ich fand das jetzt nicht so den Burner. Ich fand es jetzt zwar auch nicht grottenschlecht, aber ein richtiger Charakter mit eigener Geschichte und so, das hätte mir einfach besser gefallen. Das hätte ich jetzt persönlich besser gefunden. Auch wenn das Hacken ja nicht schlecht ist, das hat mir auch schon Spaß gemacht. Moment, wo ist denn hier? Sind bereit, Sir! Feuer! Sie feuern, Sir! Feuer! Ober! Macht euch bereit! Achtung, Einschlag! Feuer! Eieiei, die haben schon einige Schiffchen hier, die hier mithelfen, das ist nicht gut. Ah, ich muss noch ein Stück weiter ran hier. Aua! Ich muss da näher ran. Ich müsste mal... Oh Gott, ich glaube, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Das war jetzt nicht so günstig. Nee, ich bin tot. Ich bin tot. Ich warte nur drauf, dass es gleich... Ja. desynchronisiert kommt. Das war jetzt... das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Aber wie gesagt, ich im neuen Assassin's Creed Teil, also entweder wenn sie wirklich keinen neuen Charakter mehr bringen wollen, würde ich sagen,
lass das Ganze gleich im Animus mit einer kleinen Einführungsszene, meinetwegen. Und lasst uns nur die Geschichte von dem jeweiligen Helden dann erleben. Das fände ich persönlich dann besser, als wenn man jetzt nochmal sowas wie Abstergo Entertainment bringt. Weil ich fand's wirklich sehr, sehr... Hallo? Ich fand's wirklich etwas unpersönlich. Erwarten Befehle, Captain!